ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal des Pandas zu einem weiteren Tag in Hogwarts Legacy. Seid gegrüßt und schön, dass ihr wieder da seid. So, ich treffe mich jetzt hier, wie gesagt, mit Sebastiano. Wieder einmal. Und dann schauen wir, ob wir dem helfen können, an seine Schwester ranzukommen. Sebastian! Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Skriptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Mhm. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Mhm. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Aber natürlich, Sebastiano. Bis bald dann. Gut. Auftrag abgeschlossen im Schatten der Hoffnung. Und da haben wir auch schon Arelok. Genau, den hatten wir hier auch noch. Finden Eingang zur Mine. Und Himmel ist die Grenze. Sollen wir einen Besenflug machen heute mal? Machen wir mal einen Besenflug, oder? Das muss hier auch wieder weg. Heißt, wir machen das Wettrennen jetzt mit dem Besen. Und dazu müssen wir, oh, ehrlich jetzt. Und den nächstgelegenen Flugpunkt haben wir natürlich hier. Gut, dann. Da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, wir müssen mit dem Besen dann auch dahin fliegen. Dann können wir auch noch ein paar Flugfeuer zumindest da hinten oder auf der Mitte einsammeln. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ja, und noch schöner, wenn Sie gehen, ich weiß. So. Also, jetzt müssen wir noch gucken. Ich sollte mal eben einmal in die Karte schauen und vielleicht den ein oder anderen Punkt markieren. Hier wäre nämlich erstmal, ja komm, dann kann ich auch den hier nehmen, ne? So. Ist denn jetzt unser... Ach, die ist ja schon hier. Echt jetzt? Wenn ich in eine schwierige Lage gerate, nutze ich zuerst Protego. Aber mein Streckenlehrer ist jedenfalls nicht aufgedeckt, als ich noch zur Schule ging. Quatsch. Die ist da hinten so. So,
Also Vollgas voraus. Revelio. So, mal Boden nachfliegen. Unterm Radar, so. Revelio. Abgesehen von Stimmen. Die Strecke sieht ziemlich leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Hier drüben! Ja, ich bin doch schon neben dir. Hallo Imelda, da bin ich wieder. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Mhm. Unser neuer Fünftklässler ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist... also... danke. Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Wir sehen ja gleich, wie ich mich schlagen werde. Ich bin bereit. Gleich wirst du verlieren. Das hast du schon zweimal gesagt. Das ist wieder so schnell. Wenn ich das so sagen darf. Mist, ich glaube, diesmal schlagen wir sie nicht. Hey. Fabelhaft. Nein. Nein. Ich den auch noch verpassen. Oh, ich glaube, den müssen wir noch mal fliegen hier. Das war nicht allzu schwer. Mist. Richtig gut. Wunderbar. Nein, nein, nein. Nein. Mist. Oh, die müssen aber tatsächlich zweimal fliegen. Das kann ich doch besser. Das glaube ich eigentlich auch, dass ich das besser kann. Aber wie? Aber wie? Autsch, au, 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 au. Achtung! Nee, diesmal haben sie nicht geschlagen.
Da müssen wir nochmal ran. Mann, aber das reicht nicht. Nee. Und 18 Sekunden, ne? Huiuiuiuiuiui. Schon gut. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Also noch ein Versuch? Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. Okay, jetzt Konzentration. Das war nicht allzu schwer. Großartig. Ja, aber der eiert mir so rum hier, verflucht. Soll ich auch den anderen Besen nehmen? Das war wohl nichts. Wunderbar. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Nein! Erwischt! Ah, der ist ziemlich wackelig, der Besen. Ich glaube, der andere ist besser. So ein Ried. Das läuft richtig gut. An dem Tag nicht vor dem Abend loben hier. Die ist immer noch voraus, ne? Oh, und wenn wir die Bubbles natürlich nicht einfangen. Wenn lieber die Bubbles nicht einfangen, um den Speed zu kriegen. Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Dann haben wir natürlich ein enormes Problem. Nein, verpasst. Okay, kriegen wir wieder nicht hin, weil wir Strafpunkte haben. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal besser in der Zeit. Das gefällt mir schon viel besser. So ein Mist. Ah, wir haben uns schon mal auf 3 rangepirscht. Ich denke, die nächste Runde kriegen wir. Kriegen wir wieder eine schon Hilfe. Gut. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Ich weiß. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Ich weiß. Jede Kurve fordert... Imelda Reyes. Hatten wir schon. So würde ich es nicht... Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. So, jetzt aber volle Konzentration. Das war nicht allzu schwer. Das gefällt mir schon viel besser. Mistverfluchter.
Es muss ich schneller sein, 3 Sekunden. Auf jeden Fall. Das läuft richtig gut. Naja, jetzt mal nicht den Tag vorm Abend loben. Komm, ein Bubble müssen wir mitnehmen. Erwischt. Jetzt kommen wir wieder ins Straucheln hier. Die haben wir wieder verpasst. Der Boost fehlt uns. Großartig. Das war nicht allzu schwer. Oh, jetzt macht er denn da? Das war nicht so toll. Das war nicht so toll. Wunderbar. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Lass bloß den Ring nicht verpassen hier. So. Ah, das sollte passen, ne? Das war nicht übel. Ah, 5 Sekunden geschlagen, also. So. Das war Zucker. Gar nicht schlecht. So, Zuckerpüppi. Beeindruckende Arbeit. Aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Hast du deinen Ehrgeiz von deiner Familie? Kann man so sagen. Mein Großvater spielte Quidditch für Eintracht Pfützensee. Und mein Vater... Naja, er war Jäger für Slytherin, musste aber aufhören, als ein Fluch sein Knie ruinierte. Er meint, es war der Gryffindor-Treiber. Und ich verliebte mich ins Fliegen, als ich zum ersten Mal den Boden unter meinen Füßen schwinden sah. Es ist die Freiheit, die du auf dem Besen empfindest. Ja. Seither konnte ich nicht mehr aufhören. Wirst du diese Strecken weiterhin fliegen? Ich fliege selbst, will ja nicht einrosten, aber mit Wettflügen gebe ich mich nicht ab. Du kannst es gerne auch versuchen. Jedenfalls hoffe ich, wir können bald mal wieder fliegen. Ich nehme an, du willst für ein Team spielen. Aber welches? Und welche Position? Ich bin die Tochter meines Vaters, die geborene Jägerin. Wenn Black Quidditch nicht abgesagt hätte, wüsstest du das. Was Mannschaften betrifft, ich träume immer von den Holyhead Harpies. Nach der Schule werde ich es versuchen. Wenn sie mich aus irgendeinem Grund nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Tja. Vielleicht entscheide ich mich dann für Kräuterkunde. Wenn es wirklich so kommt, kann ich genauso gut eine Alraune werden. Ich würde einfach nur noch schreien. Es hat Spaß gemacht, deine Rekorde herauszufordern. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Mm. Du machst unserem Haus Ehre. Pass ja, gut auf dich auf. Knusperkeks. So, dann müssen wir jetzt zu Ivy zurückkehren. Damit er hier seine Besenverbesserung. Ne, Ollivander, wo war Ivy denn nochmal hier, ne? Ja. So, dann hätten wir den auch erledigt. Auf geht's nach Hogsmeade. Oh, Tannenbaum. Wie geht's meinem Lieblingstestpiloten?
Immer gut, wenn ich dich sehe, Albi. Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar. Ich fand echt, er war zu wackelig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind zu sehr. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf einen Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Gut. Und nochmals, vielen Dank. Ja, bitte, gerne. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. So, also. Der Himmel ist die Grenze erledigt. So, was haben wir denn jetzt hier? Nochmal Aufträge gekriegt? Was denn? Nati? Poppy, okay. Was machen wir denn jetzt? Poppy, Nati? Oder Lodgok? Lodgok. So, nicht Gott, Gok. Sprich mit Nati in der großen Halle. Sie hat eine neue Geschichte. Sie will mit mir sprechen über die nächsten Schritte zur Beseitigung von Halo, oder? Komm, wir treffen Poppy. Wir treffen Poppy. Da habe ich schon wieder eine Eule gekriegt. Wer hat mir jetzt Eulen geschickt hier schon wieder? Oh. Ach ja, das sind die zwei, die wir eben gelesen haben. Okay, alles gut, das ist Poppy. Gut, 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 gut. So, meine kleine Poppy, wo bist denn du? Da bist du. Ich denn, da habe ich ein Flugfeuer, ein Flohfeuer, ne? Och, jetzt meine Güte. So. Dann schauen wir mal, was Poppy zu berichten hat. Du gehst zu den Zentauren. Kopf ab. Warte auf was, ne? Poppy? Poppy? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Poppy? Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Du bist hier. Aber klar, Poppy. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Mhm. Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Genau. Das stimmt. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Das werden wir gleich herausfinden, Poppy. Dann können wir uns mit Ominous zusammentun. Der kann uns sagen, wie es geht. Revelio. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Aber auf jeden Fall. Akio! Komm, trink! So, geht's hier lang oder Revelio. Geht's da hinten rum lang? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste zu sehen.
Und Loot ist ja bekanntlich. Hey! Mach doch keinen Quatsch hier! Was ist denn mit denen los? Ja, irgendwas hat ihm wohl den Besen verknotet. Oh, guck, da ist sogar ein Spiegel. Ein Spiegelrätsel. Contringo! Wieder was mit einer Motte. Ihr habt's geahnt, ihr habt's geahnt. Revelio. Komm, bring. Na, da müssen wir die Motte hinbringen, okay. La 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 la. Da müssen wir erst Lumos da reinmachen, ne? Lumos. Lumos. Der Poppy, das hättest du auch selbst machen können. Revelio. Na, wenigstens gibt's ein paar Taler. War da nicht auch noch was? Nee. Oh, nö. So. Defunto! Revelio. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Ja, gut, dass du mir das jetzt sagst, Poppy. Ehrlich. Eins, zwei, drei. Revelio. Vier. Ach du. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, Lumos, frage ich mich, ob er beschützt wird. Akio. Hm? Revelio. Mhm. Warum bin ich überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. 43. Das ist doch gar nicht so übel, ne? Ach hier. Ich denke, wir sollten Motten finden. Nein. Lumos. Lumos. Legioso. Ach Quark. Akio. Ah ja, genau, den hatten wir schon. Jetzt müssen wir die Kombination ändern hier. Revelio. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Ich will alle Türen aufmachen. Mhm.
So, jetzt. Na. Ja, hör mal. Ach, da ist noch einer aufgegangen. Okay. Lumos. Lumos. Wenn wir an den Ringen ziehen und die Runen zuordnen, finden wir bestimmt die Motten. Die will mich doch natzen, oder? Lumos! Akir! Nix, da ist doch kein Ring mehr. Revelio! Den müssen wir doch antreiben mit, Los, Poppy, beeil dich, bevor das Ding wieder zugeht. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Revelio. Ich auch. Akir. Ja, dann kann ich ja nur rein theoretisch Lumos. Eine Motte von hier mitnehmen. Die Motte nach hier hinsetzen. Und dann wieder. Und jetzt brauchen wir drei Motten. Es ist wunderschön. Jetzt brauchen wir drei Motten. Lumos. Muss ich jetzt die von ganz vorne auch noch abholen? Dann flippe ich aus. Lumos. Poppy, geh du doch mal die dritte holen. Echt jetzt? Es sieht fast so aus, ne? Ach, da ist auch noch eine. Okay. Moment, was passiert denn, wenn ich... Lumos. Wenn ich die hier... Ja, den habe ich gar nicht gesehen gehabt. Da ist jetzt aber nichts passiert, oder? Nicht so wirklich, ne? Und wenn wir an beiden drehen... Muss ja dann fast. Lumos. Wo ist sie hin? Ist sie wieder da? Lumos! Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Nee, das ist so nicht. So nicht, dann bräuchten wir ja vier Motten sogar.
hier tut sich nichts. Okay, dann bräuchten wir 4 Motten. Da ist sie, da ist sie. Hier kann ich nichts mehr machen. Also hier wird keine mehr sein. Dann muss ich die anderen beiden von da vorne jetzt holen gehen. Puh. Das gibt ja eine Mordsrennerei wieder. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich so weit mit den Motten laufen soll. Viel cooler wäre natürlich jetzt noch zu wissen, wo die Motten waren, ne? Da war schon mal eine. Lumos! Lumos! Und dann komm mal mit. Dann hätten wir jetzt 3. Ja, hier war doch nicht, oder? Von wo bin ich denn gekommen? Von hier? Ne, doch, sicher, klar. Darüber? Ne, kann ich wohl in den Binsen kloppen. Das kann ich in der Winsen kloppen, weil wenn ich da drüber springe, ist die weg. Also das bringt mir nichts. Weil er macht hier den Zauberstab aus und dann ist sie fort. Lumos. Lumos. So, die sitzt da drin. Aber wo sind denn dann die anderen? Da komme ich doch nicht hoch, oder? Rebellion. Und da komme ich auch nicht hoch. Also ich kann mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich den Wasserfall da hoch. Vielleicht kann mir nur nass regnen lassen. So, und passiert einfach nichts. Ach, guck an. Ach, guck an. Ich habe die Motte, habe ich auch gefunden. Okay. Lumos. So. Und dann gehen wir die dritte holen, ne? Die können wir ja. So. Man muss sie auch umgucken, ne? Aber der ist mir echt auf. Die Säule ist mir nicht aufgefallen. Du hast es geschafft. Rebellion. Ich hatte gehofft, wir müssten das nicht nochmal tun. Ich auch. Confringo! Imperium! Ach, den kann ich ja jetzt nicht. Bombarda! Confringo! Nintendo! So. Ah, Poppy. Rebellion! Confringo! Rebellion. So, hier haben wir auch alles. Oh, jetzt müssen wir wieder schwimmen gehen. Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an? Ganz deiner Meinung. Aber erst hole ich mir die Kiste. Oh.
Komm, Poppy, ich hoffe, du kannst schwimmen. Rebellion. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Wenn du das sagst, Poppy. Komm, trinken. Rebellion. Was Fuka anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Konfringo! Ja, ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Ja. Wir haben ihn. Also, so, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Na dann. Hoppel galoppel. Was haben wir? 41 Minuten? Na komm, machen wir nochmal eine lange Folge. Dafür gibt's da nur eine heute. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Was es auch ist, es hat besser mit Schnatzern zu tun. Was das betrifft, rennt uns die Zeit davon, oder? Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Und na klar, ich kann natürlich nicht fliegen, ne? Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Halt, stopp, Poppy, wir sind verkehrt. Es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Moment. Oh, warum kann ich nicht einfach auf den Besen steigen? Poppy kommt ja gar nicht so hoch, so klein wie die ist. Muss ich dir helfen, Poppy? 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 Okay. Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Na, du bist ja putzig. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen.
Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Merlin, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Da waren so viele Wilderer in dem Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Nee. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Ich hab ihn. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Ja. Der Zentaur und der Stein abgeschlossen, aber wir haben gar keinen Zentauren gesehen. Was ein Quatsch. So, liebe Leute, wir haben jetzt 49 Minuten und wir haben ja gesagt, da machen nur eine Folge heute. Und dann würde ich sagen, wir machen noch nicht Schluss. Aber wir haben ja hier noch ein Rätsel gehabt da auf der Brücke. Darum kümmern wir uns jetzt noch. Wenn ich es denn jetzt hier finde. Nicht vor die Wand! Wo war denn diese? War das da unten? Nee. Hier drüben war das aber auch nicht, ne? Wart hier? Hier war da, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nee, hier war es nicht. Nee. Wo war denn das Rätsel? Da. Ja, und einmal landen, bitte. Schluppdiwupp. Jetzt müssen wir mal eben gucken hier. Und zwar, da, ich hatte die, glaube ich, schon mal ein, aber die haben sie bestimmt wieder verdreht, ne?
Auf dem Dreieck mit dem Kreis ist die 1 und auf dem Dreieck ist auch die 1. Dann haben die sich nochmal verdreht. So. Und zwar, wir zünden den mal an und das ist hier der... sind die Kreise und die Kreise ist die 2. Das heißt, den hier stellen wir jetzt auf die 2. Dann machen wir den da an. Das ist das Viereck. Das Viereck steht auf... was ist das denn da? 4? Okay. Also römisch 4 ist dann 4. So, und... das Dreieck, die 1 und das Dreieck mit dem Kreis, die 3. Das Dreieck, die 1. Und der, die 3. So. Geheimnis gelöst. So, dann wollen wir mal schauen. Da haben wir ein Geheimnis gelöst. Dann habe ich noch eins entdeckt im Glockenturm oben. Das können wir dann auch noch mal machen. Rebellion. Ah, Zauberstabgriff. Blau-Schach, Blau-Weiß-Schachbrett. So, so, so. Ja, viele gehen jetzt hin und speichern hier. Mache ich jetzt nicht. Wir looten einfach so, wie es kommt. Nicht identifizierter Gegenstand für den Kopf. Gut, dann, wenn er nicht identifiziert ist, werden wir den jetzt auch identifizieren gehen. Schön in unseren Raum der Wünsche. Nein, so. Und dann gucken wir mal, was da überall, was wir so generell gelootet haben. Aber so lootreich war es, glaube ich, diesmal gar nicht, ne? Der Tag war nicht so lootreich. Nur doch zwei Sachen haben wir gelootet. Mal gucken. Wir haben einmal eine Brust gelootet. Die hat 89. Da diskutieren wir erst gar nicht, ne? Zack. So. Und dann haben wir einen Hut gelootet. Der hat 85 und der hat 78. Da diskutieren wir auch nicht. So, dann... und den Rest kann ich verkaufen. Das ist uninteressant. Der Zauberstabgriff, den können wir uns ja mal angucken. Blau mit Schachbrett. Na, finde ich jetzt nicht so dolle, ne? Der sieht auch nicht so dolle aus. Den finde ich jetzt auch nicht so schick. Den auch nicht. Also, der ist echt noch am besten im Augenblick von allen Griffen. Also, gefällt mir zumindest am besten. Wir haben 15.000, da kann ich verkaufen gehen. Dann würde ich sagen, wir verzaubern mal eben die beiden neuen Sachen. Findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Danke, Diek. So, und zwar den Hut. Auf 3 können wir noch nicht. Mit uns fehlt noch das Grapperhorn. Und dann haben wir... was hatten wir denn? Den Hut... und ach ja, wir hatten hier die Brust, ne? Die Brust war noch nicht verbessert, genau. 2, 3, da fehlt uns auch noch das Grapperhorn. Quidditch-Umhang, der ist auch noch nicht verbessert. Einhornhaar, der ist verbessert, der ist verbessert, der ist verbessert. Und dann den Rest können wir verkaufen, ne? Wundervoll, haben wir das auch. Und dann müssen wir jetzt nur erstmal wieder hier für klare Verhältnisse in unserem Aussehen schaffen. Das geht ja mal ja nicht. So, schwupp. So, genau. Und hier das Outfit, da müssen wir auch, das ist, Nee. Das geht gar nicht. So. Nee, das ist zu aufdringlich. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Die Kombi. Ich glaube, die Kombi gefällt mir auch nicht schlecht. Die hatten wir sonst immer an, ne? Wobei die echt auch am besten dazu passt, ne? Die, komm, nehmen wir die wieder. So.
Dann haben wir das auch erledigt. Wir haben noch eine Eule gekriegt. Von wem haben wir jetzt wieder eine Eule gekriegt? Oh, die letzte. Oh, hatte auch. Ja, cool. Ja, dann die holen wir noch eben ab, oder? Die... Ups. Holen wir noch eben ab, oder nicht? Nee, ist ja noch gar nicht fertig. Dann war das eine alte. Okay, Aufträge. Ich gucke noch mal eben bei Hogsmeade rein, aber... Nee, brauchen wir ja nicht, im Prinzip. Nee, nee, ist noch nicht fertig. Der wollte uns ja dann schreiben. Gut, dann schauen wir hier noch mal eben durch. Inventar, was haben wir hier Neues? Ist der Mondstein. Hier haben wir die Schriften von eben mit dem Brief. Hier haben wir wieder was dazu. Eins von zwei. So, Badeanzug des Wahrheitsfinders. Okay, aber da können wir ja ins Vertrauensbad gehen, ne? Eigentlich. Ins Bad der Vertrauensschüler. Rein theoretisch. Ah, die Ballonsätze müssen wir auch noch abschließen, ne? Okay. Kampf haben wir auch was Neues. Da. Wunderbar. Auch erledigt. Talente. Okay, Sammlungen sind immer noch nicht. Warum? Ach, hier unten auch noch einen ganzen Eimer voll. Ach, Mann, 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 Mann. So, jetzt haben wir es aber alle, ne? Ne, da war noch eine. Die da. So. Immer noch. Da. So, was haben wir hier? Der Zauberstabgriff. Hier haben wir... ah ja, das Wappen, das Bild. Und hier haben wir Aussehen, ne? Dazu bekommen wir den Badeanzug, genau. Genau, so. Dann sind hier auch alle weg. Abgearbeitet, Talente haben wir. Hier haben wir, was haben wir denn hier noch? Kampf, was habe ich denn im Kampf noch nicht freigeschaltet? Ah, hier. Den da. Besiege 100 Spinnen. Naja, bei der Masse, die wir zu kämpfen haben hier mit den Spinnen. Schließe Duellleistungen ab. Da fehlen mir noch 3. Oh, da ganz außen war auch noch einer. Verpennt, verpennt, verpennt. Raum der Wünsche. Was haben wir denn im Raum der Wünsche hier? Alte Magie. Zauberanweisung für Beschwörungen. Legendäre Maske. Okay. Ja gut, dann haben wir jetzt auch das abgeschlossen. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir... Ja, wenn wir beide schaffen, machen wir Lodgok und Fokussierung. Würde ich sagen, oder? Hat doch was. Gut, liebe Leute, dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.